Gut, hier geht's nicht weiter. Ich bin eigentlich innerlich schon davon ausgegangen. Schauen wir auf die Karte, erkennen wir nämlich genau dasselbe. Gut, heißt drittes Stockwerk. Zweites Stockwerk. Zweites Stockwerk in einem riesigen Sanatorium. Habe ich erwähnt, dass ich das Gebäude hasse? Warte, das habe ich erwähnt. Okay, dann sage ich es jetzt nochmal. Das kann ich nicht machen. Ich mache es aber trotzdem. Munition für dich. Schützenpistole, so. Nein! Gut, das führt mich auch nicht weiter. Wie soll ich denn bitte schön weiterkommen? Diesen Raum habe ich noch nicht untersucht. Er ist sowieso verschlossen. Das hast du nur gemacht, um Recht zu behalten. Ja, natürlich geht hier dann auch noch eine Treppe. Das ist nicht der Raum, oder? Nee, ich bin in den falschen Raum gegangen. Deshalb ging es auf. War irgendwie logisch. Alles leer. War ja klar. Ja, ich werde jetzt einfach nur diesen Raum hier überprüfen. Diesen Raum. Das Schloss ist defekt. Super. Wie soll ich dann weiterkommen? Ganz einfach, überhaupt nicht. Weil nach dem, was ich bisher, ich meine, ich kann ja mal nochmals in den Spiegel auf der dritten Etage gehen. Aber nach dem, was ich bisher hiervon gesehen habe, geht es hier wirklich nicht weiter. Also nicht dorthin, wo ich hin muss, zumindest. Was mich doch sehr wundern würde. Weil irgendeinem wäre es ja aufgefallen, wenn es nicht weitergeht in dem Spiel. Ab der Hälfte. Oder ab einem Drittel. Bah! Verdammt! Direkt eine zweite, ja, das ist doch perfekt. Ja, Travis, du Vollidiot. Energy Drink. Zwei auf einmal, warum auch immer. Karte. Da unten scheint es vielleicht weiterzugehen. Ja! Lass deinen verdammten. Behalt deine verdammte Spritze. Ein rostiger Schrank. Mehrere, verdammt. Das ist nichts. Überall hängt dieses Symbol, aber es bedeutet nichts. Zumindest möchte Travis sich zu der Bedeutung nicht äußern. Gut oder schlecht? Ich würde sagen, gut. Was? Dieses Hydrotherapiebad muss defekt sein, denn das Wasser kocht. Am Grund befindet sich ein Schlüssel, aber ich kann nicht an ihn rankommen, ohne mich zu verbrühen. Ja, es ist schade, dann machen wir es einfach aus. Nein! Wie dumm ich einfach mal wieder war. Wie dumm ich einfach bin. Ein Satz rostiger Wagen. Ich brauche nicht zu wissen, wie viel ich wiege. Travis, also. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass du, ja, wenn du jetzt auf die Waage gehen würdest, viel wiegen würdest. Tischlampe. Eine schwere Tischlampe. Sie merken noch selbst an, dass sie schwer ist. Gut, ich denke im nächsten. Das nächste Mal werde ich dann wohl hier hingehen müssen, in die Damentoilette unter mir. Da ist dann wahrscheinlich der Schlüssel hingeflossen. Oder aber, ja, das da hört sich besser an. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie. Erinnert so ein bisschen an ein Rätsel aus der Schule in Silent Hill 1. In den Regalen ist nichts. Doch. Hier gibt es nichts außer feucht riechenden Handtüchern. Wie können Handtücher feucht riechen? Was ist das für eine Schleimspur? Und vor allem werden wir weiterkommen. Das alles seht ihr in der nächsten Folge Let's Play Silent Hill Origins.